Let's Dance kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Das musste Profitänzer Evgeny Vinokurov bei seinem Debüt im Jahr 2019 am eigenen Leib erfahren. Mit seiner Tanzpartnerin Evelyn Bodecki lief es zunächst gar nicht, wie er im Osterspezial Magic Moments erzählte. Doch dann konnte er sogar noch etwas von ihr lernen. Da am Karfreitag Tanzverbot herrschte, legte RTL wie jedes Jahr eine kleine Let's Dance Pause ein. Statt einer Live-Show strahlte der Kölner Sender das Osterspezial der Tanzshow mit dem Titel Magic Moments aus. Darin erzählten die Profitänzerinnen und Profitänzer von ihren magischen Highlights ihrer Let's Dance Karriere. Zu Wort kam auch Evgeny Vinokurov, 33, der 2019 erstmals auf dem RTL-Tanzparkett zu sehen war. Vinokurov berichtete, dass er mit einem sportlichen Mindset an die Show herangegangen sei. Ich wollte etwas gewinnen und beweisen, erklärte er. Doch als er erfuhr, wer seine Tanzpartnerin der Staffel wurde, waren diese Gedanken erstmal dahin, denn es wurde Reality-Star Evelyn Bodecki, 35. Mein erster Gedanke war, bitte nicht sie, verriet der Profitänzer. Seine Befürchtungen sollten sich bestätigen. Bei den Proben sei zu Beginn gar nichts glatt gelaufen. Vinokurov. Ich habe angefangen, sie so zu lieben, wie sie ist. Die ersten 3 bis 4 Wochen seien schwierig für Vinokurov gewesen. Evelyn hatte eine eigene Arbeitsmoral, drückte er es behutsam aus. Bodecki sei häufig über ihre eigenen Füße gestolpert, auch die Schrittfolgen seien ein großes Problem gewesen. Das zeigte sich auch an der Jurywertung des ersten Tanzes. Vom bekanntlich strengen Joachim Jambi gab es nur 2 Punkte. Das war richtig schlecht, urteilte er damals. Für die erste Show war das für Evelyn viel zu viel, kommentierte Vinokurov. Mit der Zeit hätten die beiden allerdings zueinander gefunden. Ich habe angefangen, sie so zu lieben, wie sie ist, erzählte der Profitänzer weiter. Er habe durch Bodecki verstanden, dass Let's Dance Unterhaltung sei. Es geht darum, die Leute einzubeziehen. Ab der 5. Show war die neue Harmonie auch auf der Tanzfläche zu spüren. Jambi honorierte den Tango von Vinokurov und Bodecki mit stolzen 8 Punkten. Das Tanzpaar belegte am Ende den 5. Platz.